Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute was total Cooles für euch, nämlich von Kinetic Sand die Bakery Boutique. Das ist eine Bäckerei oder Konditorei und da arbeiten wir nicht mit Teig, sondern mit diesem super coolen kinetischen Sand. Insgesamt sind da 340 Gramm von diesem Sand enthalten. Hergestellt wurde das Set von Spin Master und ist geeignet für Kinder ab 5 Jahren. 7 Teile sind enthalten, unter anderem 2 verschiedene Sorten oder Farben von dem Kinetic Sand, einmal pink und blau. Und diese Farben können wir miteinander mischen, sodass ganz viele neue Farbtöne entstehen können. Wir können den Sand in Förmchen drücken, dann noch verzieren und in unserer Bäckerei hier ausstellen. Ich bin wirklich super gespannt. Wir packen das Set jetzt einfach mal aus und schauen es uns genauer an. Hier sieht man jetzt schon Teile von unserer Bäckerei. Das ist quasi dann die Kulisse. Hier können wir unsere Torten dann hineinstellen und verkaufen. Das hier ist der pinke Kinetic Sand. Der sieht wirklich richtig cool aus. Richtig tolle, knallige Farben haben wir hier. Dann haben wir hier noch den blauen. Und verschiedene Förmchen, wie zum Beispiel für ein Cupcake oder ein Stanzer mit einer Kreisform, verschiedene Kuchenformen und noch Herzen. Und ich glaube, das soll eine Erdbeere sein. Außerdem natürlich die Anleitung und ein paar Dinge, die aussehen wie Pappwände. Vielleicht auch für unsere Bäckerei als Einrichtungsgegenstände. Das ist unser Schild für unseren Laden. Das hier sind so verschiedene Blumenmotive. Mal sehen, wofür die gedacht sind. Und noch ein weiteres Teil. Das soll vermutlich ein Tisch sein, auch zum Falten. Und jetzt ist unsere Bäckerei natürlich noch gar nicht richtig eingerichtet. Wir werden die ganzen Teile jetzt mal hier hineinbauen und dann sehen wir uns wieder. Zuallererst braucht unser Laden ein Schild. Das bringen wir hier oben an. Das kann man einfach hier zusammenstecken, die Pappe. Hier kommt jetzt noch unser Tisch. Den können wir hier auch einfach zusammenfalten und die Laschen ineinander stecken. Einmal knicken ringsherum. Hier oben haben wir jetzt noch Regale. Da können wir jetzt auch die Pappteile einfach ineinander stecken. Jetzt ist unsere Bäckerei auch schon fertig aufgebaut und wir schauen uns mal die Förmchen an, die dabei gewesen sind. Hier haben wir eine lilane Kuchenform mit einem Diamanten unten drunter. Dann noch eine pinke mit einem Kreis. Außerdem unsere Cupcake-Form. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Tisch, um zu servieren, oder eine Kuchenplatte sowie Herzen, eine Kerze, eine Rose und eine Erdbeere als Form. Ein Stanzer für ein Herz und ein Stanzer für eine runde Form. Außerdem haben wir noch diese kleinen Pappkärtchen. Das sind die Untersetzer oder auch Kuchenplatten für unsere kleinen Törtchen und Kuchen, die wir noch herstellen werden. Und nicht zu vergessen unser Sand. Im nächsten Video werden wir dann die Bakery Boutique von Kinetic Sand ausprobieren. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, hinterlasst mir nette Kommentare und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!